Aschberger. Herzlich willkommen. Der heutige 1. Mai, der Tag der Arbeit, ist für die Sozialdemokraten traditionell ein wichtiger Tag für die Partei. Zum Feiern war bei der heutigen Kundgebung im Bregenzer Hafengelände aber wenigen zumute. Nach dem schlechten Abschneiden von Rudolf Hunsdorfer bei der Bundespräsidentenwahl will die Parteibasis zurück zu den Wurzeln und fordert einen Neustart. Viele Menschen in Wien gab es heute Buhrufe für Bundeskanzler Werner Faymann. Auch hierzulande meinen manche, seine Zeit sei abgelaufen. Wenn man nach 7 Jahren also die Glaubwürdigkeit verloren hat, dann muss man meiner Meinung nach wirklich hergehen und sagen, dass man über personelle Konsequenzen nachdenkt. Ja. Meiner Meinung nach ist die Zeit von Kanzler Faymann abgelaufen. Es wäre höchst an der Zeit, dass er die Sozialdemokratie sich mit einer neuen Spitze und einem neuen Programm darstellt. Aber nicht nur Personen gelte es zu hinterfragen, sondern auch Inhalte. Die Parteispitze habe den Kontakt zu denen verloren, die sie vertreten sollen. Den Arbeitern und den Menschen, die verunsichert sind. Wir müssen uns wieder auf die Menschen konzentrieren, die unsere Basis sind, und das sind die Arbeitnehmer. Probleme, die dringend angegangen werden müssen, gäbe es aktuell genug. Die SPÖ sollte eigentlich konkret die Problemfelder, sei es in der Arbeitswelt, sei es im Bildungsbereich, sei es auch in den Pensionen, wirklich bewusst werden und wirklich auch eine Politik für die Menschen machen. Und keine abgehobene Politik, wie sie derzeit machen in Österreich. Wenn wir zu wenig Arbeit haben und 430.000 Arbeitslosen, dann muss man dagegen steuern. Man kann eine Gemeinwohlökonomie aufbauen, die Arbeitsplätze schafft. Man kann die Arbeit wieder fairer verteilen. Man kann die Armut bekämpfen, indem man den Superreichtum besteuert. Klare Botschaften und Abgrenzungen zu anderen politischen Parteien seien heute notwendiger denn je. Einfach wieder das Soziale in Vordergrund stellen, das Gemeinschaftliche, dass man zusammenhaltet und nicht ausgrenzt, keine Gräber schafft. Und damit diese Ideen umgesetzt werden können, braucht es einen Neubeginn auf Bundesebene. Das Problem ist, dass in einer großen Koalition mit einem Partner ÖVP eben diese Werte nicht durchsetzbar sind. Und ich habe es richtig satt, diese Kompromisspolitik weiter zu vertreten. Politische Umbrüche scheinen also unausweichlich.